Willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge Story of Seasons Pioneers of Olivetown. So, in dieser Folge endlich werden wir es schaffen. Ich glaube ganz fest daran. Ich bin fest davon überzeugt. Keine Ahnung. Wir werden definitiv unsere Axt jedenfalls herstellen. So. Oh, es regnet schon wieder. Ist ja auch toll. Die Kartoffeln darf ich noch nicht ernten. Das darf ich alles noch nicht ernten. Wunderbar. Oh, ich darf die 10 Sterne-Rosen ernten. Oh ja. So. Gut. Und, die Chilis darf ich auch ernten. Die 5 Sterne-Chilis. Okay, damit haben wir jetzt echt schon mal wieder Platz. Und wieder ein Herzspinat. Ja, geil. Oh, das sind sogar 6 Sterne Spinatblätter. Na, was will man mehr? Was will man mehr? So, 4 Stück brauche ich. 4 Stück kann ich verkaufen. Wobei, vielleicht kann ich mir damit eine gute Essenz herstellen. So, davon brauche ich wieder nur einen für die Zucht und einen davon. Der Rest kann verkauft werden. Von den Chilis brauche ich auch nur 4 Stück. Hoffe ich. Ich poker gerade ein bisschen. So. Ach, ich darf... Chili-Pulver herstellen. Und daraus bekomme ich dann 5. Aha. So, und bei den Essenzen? Ui. 10 Sterne-Essenz. Sagen wir es mal so, ich hoffe mal, dass es was wert ist und dass sich das lohnt. Bekomme ich dann auch 10 Sterne Honig daraus? Oh, hier darf ich auch... Meine Tasche ist voll, ernsthaft? Ich muss die ganzen Okra einzeln aufsammeln. Ah! Wieso ist meine Tasche voll? Was soll denn das? Ich bekomme dafür 4 Honig raus. Könnte sich echt lohnen. Da muss ich jetzt echt extrem überlegen, wie ich das am besten mache. So. Spinat habe ich drüben. Den Spinat kann ich auch verkaufen. Das ist nicht das Ding. Halt, ich wollte noch anpflanzen, ne? So, was habe ich denn hier? Das ist bald fertig, diese... Ist halt die Frage, ob ich dann die... Wie lange brauchen die Samen denn noch? Ah, die brauchen noch ein bisschen, aber gut, kann ich dann einpflanzen, das wäre nicht das Ding. Ja, mache ich das, dann nehme ich die besseren Kartoffeln. Dann nehme ich die besseren Kartoffeln. Die Blumen, ja, das behalte ich dann doch mal lieber. Spinat weg. Das gibt gut Geld. Hatte ich noch irgendwas zu verkaufen? Ah, genau, die Okra. Ah, ist jetzt nicht ganz so viel. Die geben auch nur 156, also es lohnt sich nicht. Da bringen die Chilischoten wirklich bei weitem mehr. Robustes Holz will ich erstmal noch behalten. Gut, aber ich glaube, ich habe dann jetzt alles, um meine Axt zu verbessern.
Und das wollen wir jetzt auch mal machen. Ich will jetzt meine Axt verbessern. Koste es, was es wolle. So, das Haus, hier ist Axt. Komm, ich habe jetzt alles, um die Axt zu verbessern. Orikalkos Axt. Aha. Das ist schon eine Summe, ne? Gut, komm. Und damit habe ich meine Orikalkos-Axt. Oh, guck dir mal an, ey, wie schön die aussieht. Boah, der Bereich ist schon mal bei weitem größer, ja. Aber jetzt auch nicht so viel. Also ich hätte jetzt wirklich gedacht so, komm, gib ihm mal die Kante. So. Stimmt, ich kann ja hier noch meine Kostüme abholen, ne? Aus den Ändern, nein. Hatte ich bei dir das? Ne, hier war nichts. Okay. Nö, euch mag ich nicht. Was bist du? Nigiens Blumenladen. Kann ich bei dir Essenzen kaufen? Parfüm mischen, Tatsache! Florales Parfüm. Was brauche ich denn für ein Parfüm? Warte. Sekunde. Das ergründen wir gleich. Erstmal muss ich ganz kurz mit Rainer flöten. Flöten, ja. Rainer, flöte mal. Flirten. Flirten. Ja, aber gerne doch. Das Geisterfest war wundervoll, stimmt's? Ja, aber du hast trotzdem nichts mit mir gemacht. Mann. Jetzt haben wir jedenfalls 5 Herzen. Das heißt, wenn ich jetzt raus und reingehe, kommt der nächste Event. Das nächste Event. Nee, doch nicht. Schade. Mann! Rainer! Warum? Warum tust du mir das an? So, was brauche ich jetzt nochmal für ein Parfüm? Ja, das können wir ja schon mal erfüllen. Das wäre auch gelacht, komm. Florales Parfüm. Und was haben wir hier? Das heißt florales Parfüm. Okay. So. Florales Parfüm. Dafür brauche ich dann die Essenzen. Ich glaube, die floralen, ne? Und ich habe doch welche in meinem Lager irgendwo. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, da! Florale Essenz. 4 Stück. Geht doch. Genau das suche ich. Und zurück. Damit kann ich das florale Parfüm herstellen. So, wo war der? Hier war der. So. Ja. Nein, nicht Gegenstände kaufen. Parfüm mischen? Florales Parfüm, jawohl. Herstellen. Blumenstrauß stecken. Oh. Okay, hier kann man auch Blumensträuße machen. Ja, okay. Gegenstände kaufen. Rosensamen schwarz. Okay, noch irgendwas? Ne, Möbel. Gut. Das wäre es für das Erste. Dann endlich kann ich da weiter. Das heißt, ich habe jetzt dann beim nächsten Mal, wenn ich
richtig viel Pech habe, drei Events auf einmal. Einmal für die Stadt, einmal mit den Kindern und einmal mit Rainer. Nein, es kommt noch besser. Schön, dich zu sehen, Truppe. Ich muss dich um etwas bitten. Nun, das Wichtigste ist, ich möchte deine Meinung zu etwas hören. Wie glaubst du, kann sich dieses Dorf am besten weiterentwickeln? Mehr Freizeiteinrichtungen. Ja, wirklich, eine wundervolle Idee. Aber weißt du, ich habe mir noch etwas viel Besseres ausgedacht. Was wir brauchen, ist ein Maskottchen. Das ist doch fantastisches Vorhaben, oder nicht? Genial sogar. Ja. Hä? Ja, warum bist du denn hier? Ich wohne hier. Brauche ich einen Grund? Nein, ich meine, solltest du nicht bei der Arbeit sein? Ist Georgsphäre heute nicht in Betrieb? Ach, das, nö, ich arbeite heute. Ich bin nur zurückgekommen, um meine Brieftasche zu holen. Tu einfach so, als wäre ich nicht hier. Rede nur weiter über dein Maskottchen. Ja, Koppo. Du, ach, ja, vergiss es. Also, ich wollte gerade sagen, dass ich mich nicht recht entscheiden kann, was für ein Maskottchen es werden soll. Und da kommst du ins Spiel, Problem. Ich hätte gerne, dass du auf den folgenden Vorschlägen ein Maskottchen für unser Dorf auswählst. Die erste Option ist eine Kuh. Sie verkörpert die idyllische Bauernhöfe und das rustikale Landleben perfekt. Die zweite Option ist ein Delfin. Schließlich ist die Nähe zum Ozean ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal für Livingen. Und die dritte Option, bin ich der Einzige, der wahre, der Sohn des Bürgermeisters Jacopo? Du bist noch immer hier. Davon abgesehen, du kannst dich nicht freiwillig melden. Delfin, Kuh. Delfin wegen Ozean, genau. Oh, ich habe dir die echte dritte Option noch gar nicht genannt. Bist du sicher, dass der Delfin am besten ist? Oh Mann, ich habe gegen einen Delfin verloren. Nun, ich habe dich um Hilfe gebeten, also werde ich deine Entscheidung berücksichtigen. Danke für deine Hilfe. Ich hoffe, du wirst mir und diesem schönen Städtchen wieder helfen, wenn die Zeit gekommen ist. Ja, die dritte Option wurde ja von deinem Sohn genannt, also von dem her. So, nichts mehr zu erledigen. Wunderbar. Damit sind wir schon mal safe, was das angeht, durch. Ich wollte gerade sagen, wo ist sie denn? Segenempfang 81. Ah. Blütenmindgarten, das sind die ganzen Gärten, wo ich dann wahrscheinlich auch wieder Sachen pflanzen darf, die dann auf die Winter, auf die Jahreszeit abgestimmt sind. Gut, dann haben wir rein theoretisch jetzt alles erledigt. So. Dann wollen wir jetzt noch die Orichalkus-Achse natürlich ausprobieren. Verdammt, ich habe noch gar keine neuen Samen gekauft. Ha! Ich Idiot. Dann muss ich nochmal zurück. Ich brauche ja Samen, um halt was einzupflanzen. So, was bringt mir denn jetzt am meisten? Jetzt haben wir genug Parfüm. Danke, Droplay. Also, Zeit für diese Austreibung. Ich überlasse das mal euch. Hä? Nee. Du hast jetzt nicht ab. Wollte ich doch gar nicht. Ich feuere euch von hier aus an. Dann könnt ihr dem Geist zeigen. Ahoi. Ich habe da was von einem Exorzismus in unserem Hotel gehört. Hallo Jason, ja genau. Die Leute erzählen von einem unheimlichen Schatten an der Wand. Also wollen wir den Geist mit Parfüm austreiben? Ein Schatten an der Wand? Wie? Ach, ich weiß, was die Leute gesehen haben. Ich habe die Wand vor kurzem gestrichen und bin prompt dagegen gestolpert. Wie? Im Ernst?
Ja, ich habe angefangen zu streichen. Dann kam ein Rüms von Steuerbord und hat mich gegen die Wand geschleudert. Aha, da ist der böse Schatten also hergekommen. Also, böse hätte ich den jetzt nicht genannt. Ich dachte, es war eine echte sportliche Silhouette. Ich bin nur froh, dass es kein Gespenst war. Gespenst hin oder her, ich habe es wirklich nicht leicht gehabt. Die Wand hat sich seither ziemlich abgenutzt und könnte eine Renovierung vertragen. Dann besorgen wir dir das nötige Material. Das wäre eine feine Sache. Ich bräuchte Ziegelsteine, Zement und Farbstoff. Na dann, bis später. Ja, super, jetzt muss ich auch noch Farbstoff herstellen. Worüber denkst du nach, Cindy? Wir haben herausgefunden, dass der böse Schatten nur ein Fleck war, weil Jason gegen die Wand gelaufen ist. Aber wieso ist ihm das überhaupt passiert? Das habe ich mich auch gefragt. Wir haben immer noch ungelöste Rätsel vor uns. Okay. Ja, klar. Ich fahre mit dem Roller rein. Ich fahre mit dem Roller rein und natürlich ist das alles weg. So. Aber was war das jetzt? Ziegelsteine, weißer Farbstoff. Okay, wie ich den weißen Farbstoff herstelle, weiß ich jetzt noch nicht. Aber ich kann ihm noch ganz kurz ein bisschen Zement geben. Und weißer Farbstoff. So, und was wollte ich hier noch? Irgendwas war noch, was ich wollte. Irgendwas wollte ich noch. Ah ja, genau. Samen. Ich wollte Samen. Und hatte er hier Farbstoffe zum Kaufen? War das nicht bei ihm? Roter Farbstoff, blauer Farbstoff, gelber Farbstoff. Verdammt. Wo kriege ich jetzt weißen Farbstoff her? Okay, wo kriege ich weißen Farbstoff her? Also müssen wir nach Farbstofffertigern gucken. Okay, dafür habe ich alles da. Wunderbar. Naja, jedenfalls etwas. Jetzt stelle ich mir gerade die Frage, was nehme ich denn zum Anpflanzen? Habe ich den Auberginen schon mal gepflanzt gehabt? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, die 5 Tage nach der Aussaat passen nicht mehr. 6 Tage, nein. 8 Tage, nein, nein, nein. Ich brauche was, was kurz geht. Ja, und da habe ich das Problem. Nichts mehr, was kurz ist, außer Spinat. Das ist jetzt natürlich dann ärgerlich. Vielleicht noch die Blumensamen, dass die ein bisschen schneller sind. Also essenstechnisch sieht es gerade sehr schlecht aus. 3 Tage, 4 Tage, 5 Tage, 6 Tage. Ah. Ja, Rosensamen, ja, aber die stelle ich mir ja schon selber her. Okay. Jetzt bin ich in einer ganz schönen Zwickmühle, möchte ich euch ganz kurz sagen, ne? In einer ganz schönen Zwickmühle. Ja. Ich brauche einmal weißen Farbstoff. Hat der einen Fuchs als Haustier? Ernsthaft? Das geht? Okay. Da steht mein Roller. Also. Ich bräuchte einmal Eisen. Dann kann ich mir einen Farbstoff... Weil meine Tasche voll ist, ne? Ja, war klar. Rüber. Illusionsbauholz brauche ich gerade auch nicht. Robustes auch nicht. Auch nicht. So, da muss ich gucken, wie ich jetzt weißen Farbstoff herbekomme.
kann mir zwar schon was vorstellen, was möglich wäre. Ach, ernsthaft? Ernsthaft, ernsthaft, ernsthaft? So, kurz den Chili-Pulver einsammeln. Zehn Sterne florale Essenz, Hammer. Daraus bekomme ich roten Farbstoff. So. Ich habe doch aber auch hier Gänseblümchen bekommen. Wer sagt mir denn nicht, dass Gänseblümchen weißen Farbstoff herstellen? Perfekt! Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie lange das braucht, aber gut, wird jetzt schon im Rahmen der Zeit sein. So, die Süßkartoffeln sind fertig, die kann ich aber in dieser Jahreszeit nicht mehr einpflanzen. Denn wenn ich das richtig gesehen habe, haben wir dann das Problem, wir haben nur noch, ich glaube, drei Tage, vier Tage, warte mal. Warte mal. Wir haben den 22. bis 28. 6 Tage brauchen die, um zu wachsen. Und dann würden die wieder wachsen. Und das würde sich halt nicht lohnen. Das heißt, eher würden Blumen Sinn ergeben. Blumen habe ich aber jetzt nicht mehr so viele, die da wachsen. Die Okrasamen lohnen sich auch nicht. Ja, da renne ich gerade sozusagen ein bisschen gegen die Wand. Das ist doof. Das ist wirklich gerade doof. Aber okay. Ich könnte noch versuchen, jetzt einen anderen Fertiger herzustellen. Ich müsste mal gucken, welcher war das, der Samenfertiger? Dann würde es auch mal schneller gehen. Ich brauche dafür biegsames Bauholz. Davon habe ich einiges. Und das andere Holz. Das... Nein. Hartes Holz. Hartes Holz, okay. Hartes Holz brauche ich. Also einmal biegsames Holz. Und hartes Holz. Achso, ja, ich sollte die anderen Sachen erstmal wegpacken. Orikalkos brauche ich jetzt zurzeit nicht. Wo packe ich denn mal die Essenzen hin? Ach komm, die packen wir mal hier hin. So. Davon brauche ich 10 Stück. Okay. Könnte 10... Ah, komm, stellen wir nochmal ein paar her. Nein, 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 nein. Nochmal. Genau. So macht das Sinn. Dann kann ich nämlich hier 4 Stück herstellen. Ne, 3 Stück her. Deine Tasche ist voll. Ah, deswegen, okay. Egal. Damit habe ich wieder ein paar mehr Fertiger. Dann kann ich nämlich so ein bisschen in die, ich sag jetzt mal, Massenproduktion gehen, um es mal doof auszudrücken. So. Mhm. Das kann auch noch rüber. Das andere wird dann hergestellt, okay. Die Frage ist nur, wo packe ich die jetzt hin? Am besten. Eigentlich hier hin. Das heißt, dann baue ich den mal ab. Ja, auch. So. Sichel rausnehmen. So. Okay, Samenfertiger. Hier einen hin.
So. Da einen hin. Und einen kann ich doch noch bauen, oder? Also einen muss ich ja noch bauen. Stimmt. Zack, zack, zack. Und einen baue ich noch, genau. Damit habe ich dann 4 Stück. Und damit kann ich dann schnell die Sachen herstellen. So, wo haben wir es da? Okay. Und damit sage ich jetzt zum Beispiel... Ach, den Weizen darf ich dafür nicht verwenden? Was? Ach, nö. Wie kriege ich dann den Weizen besser? Hm. Chili würde allerdings gehen. Okay. Ja, Chili Vanilli. Dann nehmen wir... den Spinat mit und verarbeiten den schon mal. Damit komme ich nämlich 6 Sterne Spinat raus. So, das passt alles. Da oben konnte, glaube ich, gar keiner mehr hin, ne? Ah doch, da darf noch einer hin. Dann stellen wir doch da den... Stofftypi hin. So. Weil dann kann ich hier verarbeiten und da dann nicht. Wunderbar. Und da kann ich auch nicht verarbeiten. Passt auch. So, hier kann ich ganz kurz die Goldbarren mal wieder reinpacken. So. Das passt auch. So, weg. Na. Weg und weg. So. Dann ist ja schon mal alles weg. So, und da rein. Das ist dann auch verarbeitet. Was wollte ich denn jetzt hier verarbeiten? Nee, nicht die Chilis. Da wollte ich... Da wollte ich die Rosen reinmachen. Die können nämlich dann auch verarbeitet werden. Das sind dann nämlich 10 Sterne, die ich da sammle. Okay, das kann wieder rüber. So, der Eierfertiger. Ja, wenn ich die hier nebeneinander kriegen würde, wäre geil, ne? Würde aus der Theorie her sogar passen. Die Kiste steht nur ungünstig. Okay, und die andere Kiste steht hier natürlich im Weg. So, nehmen wir das da. Okay. Egal. Irgendwo müssen ja die Fertiger hin. So, der weiße Farbstoff ist fertig. So, wir müssen noch mehr verarbeiten. Ja, ich weiß, ich habe jetzt noch keine Eier eingesammelt, aber egal. So, das arbeitet auch. Kontinuierlich. Die sind so viel wert. Und das ist so wenig wert, wenn wir mal ehrlich sind.
Wobei, warte mal, aus einem bekomme ich 300 raus. Ich glaube, ich bekomme immer 5 Stück raus, ne? Dann wäre ja das Chili-Pulver sogar mehr wert. Wenn ich mich jetzt nicht verrechne. Ich kann mich natürlich auch täuschen, ne? So, kurz das andere noch wegbringen. So, zum Anschlagbrett, zack. Und weiße Farbe. So muss das, genau so und nicht anders. Und jetzt wieder zurück. Immer wieder dieser Fuchs. Hier ist alles am Arbeiten. So. Kurz meinen Tieren die Eier klauen. So, Blumen werden noch verarbeitet. Das passt auch. So, möchte ich jetzt einmal jedenfalls mit euch die Orichalkos-Axt ausprobieren. So. Na, komm, dann kann ich mal noch einen runter. Das biegsame Holz habe ich jedenfalls schon mal mit einem Schlag weg. So, wie sieht es denn jetzt hier mit dem robusten Holz aus? Was haben wir denn hier? Ja, komm. Okay. Da würde ich sagen, das geht sehr fix. Sehr, sehr fix. Dann gucken wir mal, was ja jetzt bei dem Illusionsholz passiert. Falls da schon wieder was da ist. Nö, ist noch nichts da. Ja, aber das haben wir doch dann schnell erledigt. So, jetzt würde mich mal interessieren. Ich habe jetzt noch was von der Kohle. Darf da auch die andere Kohle rein? Nein, die Holzkohle darf da echt nicht rein. Und ich darf aus der Holzkohle auch keine normale Kohle machen. Also man kann auch hier nicht sagen, so wegen, mach aus der Holzkohle normale Kohle. Ah. Ein Teufelskreis, sage ich euch. Ein Teufelskreis. Gut. Aber, Leute, wir sind wieder weitergekommen. Ich bin weitergekommen, wir sind weitergekommen. Ihr wisst, was ich meine. Es geht vorwärts und das ist wichtig. Ich habe jetzt zwar keine Sachen da irgendwo in einen Fertiger gesteckt wegen dem Holz, aber das ist jetzt auch gerade erstmal mir relativ schnuppe. So. Erstmal die ganzen Erze hier wieder alles weg. Ein bisschen wieder hier Ordnung bekommen in meinem Inventar. Dann kann ich nämlich wieder ein bisschen schaufeln gehen. Das ist Essen. Harz. Ich frage jetzt nicht, warum das, ups. Nein. Das war falsch.
tierische Produkte da. Ich weiß nicht, ob die Chilischote einzeln noch eine gewisse Bedeutung hat. Ja, das sieht gut aus. So, gucken wir mal, was ich kochen kann. Oh, ich kann Brot machen. Ich kann mir Brot herstellen. Ja gut, was anderes kann ich jetzt nicht verwenden. Ich habe mir ein 6-Sterne-Brot gemacht. So. Okay. So, kann ich hier noch irgendwas herstellen, was ich noch nie hergestellt habe? Pfannkuchen. Ein Pfannkuchen. Ja. Eier. Seidenhühnerei plus. Und bei der Milch natürlich die beste Milch. Ein 6-Sterne-Pfannkuchen. Okay. So, haben wir hier noch irgendwas? Ah, da fehlen mir noch Paprika für das Curry und Reis. Reis bekomme ich auch demnächst, ja. Omelette. Eier-Sandwich. Eier-Sandwich. Was ist denn das andere, was ich da brauche? Brot. Ernsthaft? Ich muss doppelt kochen, damit... Ja. Ein Gemüsesandwich. Ja, komm. Hab ich noch irgendwas, was besser ist als... ja, die Riesentomate. Ich glaube, damit bekomme ich sogar noch mal mehr heraus, würde ich fast sagen. Ja, ich nehme die Riesentomate. Und da muss es echt eine Beere sein? Naja. Komm, das muss jetzt mindestens 7 Sterne sein. Nur 6? Och, Mann. So. Aber ey, guckt euch das mal an. 5. Und da ein, also, war schon. Ja, für das Ei ein bisschen enttäuschend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber hey. Ist doch schon mal kein schlechter Anfang. Das sind alles hier Sachen zum Herstellen, für Herstellungsprozesse. Das ist zum Eintauschen gedacht. Das sollte ich dann auch mal wieder wechseln, genau. Warum ist das Motorrad noch so laut? Das steht hier gar nicht in der Nähe. So. Mach das Motorrad aus. Okay, egal. Das war jetzt eine extrem lange Folge. Nur für euch, ja? Nur für euch. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tohaut rein. Tschö, tschö.